Bei Razzien gegen die Vorkan-Stiftung für Bildung und Dienstleistungen wurden 20 Personen festgenommen, darunter auch der Gründer der Stiftung, Alparslan Kurtul. Zuvor hatte Kurtul die türkische Militäroperation Olivenzweig im syrischen Afrin kritisiert. Die Staatsanwaltschaft in Adana wirft der Stiftung vor, eine kriminelle Organisation zu sein. Die Razzien fanden in Adana, Elazığ und Niğde statt.